Wer gräbt so tief ins braunbrockige Erdenreich, sucht den wundersamen schwarzen Zauberschleim, verkauft die Suppe an den Bürgermeister und wird reich und gibt das ganze Geld im Bordell dann wieder aus. Nutnunöl, Nutnunöl, Nutnunöl in Turmoil. Willkommen zu einer weiteren öltriefenden Folge Turmoil. Nicht die Heat is on, sondern nur das ganz normale, DLC-freie, klassische Turmoil. Denn die Leute da draußen haben geschrieben, Kies, du hast nicht die Eier dazu, den Expertenmodus zu spielen. Und diese Menschen haben absolut hundertprozentig recht. Aber da ich ja alles für meine Community tue und ein Mensch bin, der nur Liebe in die Welt hinaus strahlen möchte, bin ich über meinen Schatten gesprungen, habe mir meinen ganzen Mut gegriffen und habe gesagt, na gut, ich bin ein Experte im Ölbohren, der Expertenmodus, er kommt. Und wir können hier andere Charaktere wählen, das ist normal, das Experte. Joshua, mein geliebter Held, ich werde dich vermissen. Wir haben Lisa. Lisa hat auch eine Spezialkraft, so wie alle anderen auch. Und zwar muss sie keine Strafe zahlen bei Ölaustritt, was schon ganz nett ist. Dann haben wir hier... Falls ein Diamant in dem Level existiert, wird Henrys Maulwurf ihn bereits entdeckt haben. Auch ganz nett, Diamanten sind immer sehr lecker. Jim Bob. Was hat der hier? Jim Bobs Cousin reist Jim Bob immer voraus und zeigt am Anfang jedes Levels den Weg zu etwas Öl. Auch ziemlich geil. Und Larry hat die Spezialkraft, dass er nicht mit 2000 beginnt, sondern mit 2500 bei jedem Level. Was natürlich auch sehr geil ist. Und Larry ist der Großonkel, der Kronkel vom alten Joshua. Deswegen werden wir Larry spielen. Ich will Larry spielen. Hey, du schon wieder? Willst du jetzt noch mehr Turmoil spielen oder was? Ich bin noch im Ruhestand. Glaubst du, dass du das Zeug hast, um die Experten zu schlagen? Lass uns ins Rathaus gehen, um zu sehen, gegen wen du antrittst. Tja, der Bürgermeister hat sich zu früh gefreut. Kein Ruhestand für den alten Bürgermeister. Oh ja, Kies. Oh, geil. Bürgermeister, was genau war das jetzt? Okay. So, ich bin Larry. Hi. Dann gibt es hier Henry, Jim Bob und Lisa. Gut. Wir kriegen Land zugewiesen. Wir haben 20.000 in der Tasche. Willy hat natürlich wieder seine Bank eröffnet und Jill. Moment, Moment. Jill, seit wann bist du teurer? Die will auf einmal 2,5. Das ist schon sehr frech. Aber TomTom ist immer noch gleich billig. Gut, TomTom, let's go. Bis wann geht's denn überhaupt? März nur? Oh no. Komm schon, Bruder TomTom. Ist das Öl tief? Weil die können ja noch gar nicht so tief Öl finden, weil wir keine Upgrades haben. Wir sind wieder bei Null. Bruder Tom Tom, Bruder Tom Tom. Bohrst du noch? Yes, gerade noch so getroffen. Und dann machen wir hier ein Silo noch hin. Wir können eigentlich direkt verticken. Ja, so 500 Euro oder Dollar mehr. Ja, wir sind ja hier nicht in Europa, sondern in den guten alten Staaten. Das ist schon geil. Wir haben keine Upgrades. Nichts. Ah, es tut so weh. Es tut so weh. Wir bunkern mal ein bisschen. Und wir haben nur Zeit bis März. Ah, noch einen TomTom durchschicken. Das kriegen wir doch niemals alles hier aus dem Loch. Die Doppelturm-Taktik. Menschen haben mich davor gewarnt, aber vielleicht müssen wir sie einsetzen. Weil ich könnte ja hier noch einen Turm platzieren. Dann hätten wir zwei. Okay, wir müssen verhökern. Wir müssen verticken. Weil wir haben auch keinen Rohr-Upgrade und wir hätten uns auch keine kaufen können, keine Upgrades. Ja, wir sind verwöhnt, liebe Kinder. Wir sind ölverwöhnt. Schnelles Bohren, schnelles Saugen. Aber wir haben schon den 22. Das ist... Es tut weh. Aber ich will wenigstens 5k. Können wir mit 5k hier raus, dann haben wir unser Geld verdoppelt. Ist das realistisch oder...
Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Oh nein, schon letzter Monat. Alle rüber zu Rot. Das ist so deprimierend. Ich wette, die anderen kommen als reiche Leute raus. Brauchen wir noch einen Wagen? Da ist so viel Öl wahrscheinlich. Ich habe keine Maulwürfe, kein TomTom. Nothing. Okay, okay. Sind die 5K realistisch? Diese Frage stellen wir uns alle. Ich würde sagen, nein. Absolut nein. Das Silo hätte ich mir sparen können. Wenigstens sind wir hier auf einem $10. Okay, wir sind offiziell im Plus. Minimal. Weil wir haben ja 2500 an Jill abdrücken müssen. Das Land war umsonst, aber trotzdem. Ich wüsste gar nicht, wie hätte ich jetzt hier mehr rausholen können. Das Silo halt nicht. Oh, oh, guckt euch das an. Oh Gott, das tut so weh. Es ist das goldene Land und ich habe nichts in der Hand. Kommt schon 4K. Was haben die anderen geholt? Mit was für Bandagen kämpfen wir hier? Ja gut, ich habe mich noch am besten angestellt. Wenigstens das. Howdy, mein Name ist Fred Metal. Versuchst du deine Ölförderung effizienter zu machen? Schau meiner Fabrik vorbei, um deine Ausrüstung zu verbessern. Fred, mein Freund. Im Grunde ist das Einzige, was sich lohnen würde, das hier. Und dann kaufen wir Land. Die anderen sparen. Es war gar nicht so das Ultra-Super-Duper-Land, aber es war schon ordentlich. Ich will das hier. Echt jetzt? Geht's wirklich so zur Sache hier? Wollen wir dieses Spiel hier spielen? Sind wir an diesem Punkt schon angekommen? Er holt sich ein Silo, ob das intelligent war. Und da gehen nochmal 2,5 weg für die alte Jill. Oh, es tut so weh. Wenigstens bis 30. Juni. Das ist schon mal Ticken Giller. Es ist eigentlich geil, mehr Geld zu haben. Mehr Geld ist immer gut. Tom Tom. Doppel Tom. Alright, 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 alright. Ich gehe hier runter. Und habe etwas. Ich gehe hier runter. Und habe etwas. Okay, wir haben diesmal ein bisschen mehr Zeit. Ich würde sagen, wir können mit einem Silo arbeiten. Ganz easy. Drei Wagen. Wir chillen ein bisschen durch. Machen hier mal unser Ding. Wir müssen mehr rausholen als die anderen. Wir brauchen Geld. Wir brauchen jede Menge Geld. Die Preise gehen langsam nach oben. Ich warte noch ein bisschen. Oh, wir haben ja gar keine Silo-Erweiterung. Stimmt ja, wir haben ja sowas alles gar nicht. Eben gerade dachte ich so, ich mache mein Silo ein bisschen größer. Nee, geht ja nicht. Ist ja gar nicht drin. Und los geht's. So. Ich will mal gucken, was das hier ist. Preise sind gut. Wir machen hier eine Erweiterung durch. Wagen-Upgrade besitzen wir nicht. Deswegen muss ja alles stimmen. Damit wir keine Austrittsstrafe bezahlen. Alright. Alright. Okay. Ein Taui. Man freut sich mittlerweile schon über einen Tausender. Ohne Maulwürfe bist du halt komplett blind. Einzige, der hier jetzt noch ein bisschen was regeln kann, wäre der gute alte TomTom. Wir machen jetzt schon das Rohr, damit es sich lohnt. Ich würde so gerne scannen. Ihr wisst gar nicht, wie gerne ich scannen würde. Wenigstens haben wir hier eine schöne Quelle.
noch geht hier ein bisschen was. Bei Rot, Blau, versucht aber aufzuschließen. Alter, TomTom. Hier? Let's go. Ja! Alter, hier ist ja wirklich jede Bohrung ist hier... Oh, du darfst hier keine Fehler machen. Großer Gott, Kies, konzentrier dich! Jede Bohrung ist hier Drama pur. $10. Zweites Silo. Wir haben April. TomTom. Please, TomTom. Please. Volle Silos. Wir haben kein Wagen-Upgrade. Wir können also auch nicht irgendwie rausbuttern. Das muss man immer so ein bisschen bedenken. Alles klar, hier drüben. Jetzt halt die Frage. Ich glaube, ich mache hier einen weiteren Turm. Wir gehen mal auf die Höhe hier. Komm schon. Leider nein. Aber hier müssen wir doch treffen, oder? Uff. Ist das die Quelle? Mein Freund. Das war sie. Alles klar, die Silos sind voll, hier drüben ist leer. Ich hau mir hier noch einen TomTom raus. Wir verkaufen hier immer noch ein bisschen. Wir haben Mai. Es geht weiter bei Rot. So. Ich hoffe, das war noch eine gute Idee. Das Ding hier drüben ist leer. Ob wir das hier noch leer bekommen. Wir haben halt einfach nicht die Mittel. Wir nix haben die Mittel. Scheint auch keine große Quelle hier zu sein. $22. Ich gehe mal hier noch ein bisschen runter. Ich will wissen, wie viel hier noch ist. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Okay, wir sind bei 11. Das ist gar nicht mal so mies. Ladies. Ich würde ja gerne jetzt hier so machen, aber wir haben auch nicht die Möglichkeit, eine Verzweigung zu machen. Letzter Monat. $14. $10. Ich glaube auch nicht, dass wir hier noch irgendwas rankommen werden. Wir verticken jetzt unseren Shit. Haben ganz gut geerntet. Bin mal gespannt, was die anderen so haben. Ja, hier wäre noch eine Menge Zeug gewesen, aber finde das mal. Und auf gut Glück irgendwo hinzubohren, ich hätte es nicht rausbekommen wahrscheinlich. Wir waren immer noch deutlich besser als die anderen. Deutlich besser. Endlich. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Edward. Ja. Edward in seiner Werkstatt. Wir brauchen dich, Maulwurf. Geht nicht anders. Geht einfach nicht anders. So, ein 43er Land da oben. Wir hatten eigentlich auch noch ein echt gutes Stück Land. Ich bleib bei den Bergen. Mein Gefühl sagt mir, in den Bergen. In den Bergen. Ey. Ja gut. Ich habe leider nicht das Budget für einen Streit. Sie hat mehr, die alte Lisa. Die alte Nörgel-Lisa und... Abflug. Haben die anderen Upgrades geholt? Nee. Du, mein Freund. Ein Maulwurf. Und noch ein TomTom hier drüben. Der Maulwurf ist zwar jetzt nicht wirklich gut, aber es ist schon mal so ein Anfang. Kleiner Anfang in die richtige Richtung. So, ich hoffe mal, wir haben Glück. Komm schon. Bitte. Oh no. Dreimal bohren. Das war natürlich jetzt nicht so mega geil. Auf der Höhe
so knapp daneben. Zweimal bohren. Da ist dann schon gut, wenn man ein bisschen mehr Budget besitzt. Silo. Also, wir haben das hier im Moment als Ausgangslage. Das geht jetzt auch wieder bis 30. Juni. Wir gönnen uns noch einen Wagen. Komm schon, die Preise müssen hier mal ein bisschen hochgehen. Für so wenig Asche verkaufe ich nicht. Und dann will ich direkt hier die Rohre pimpen. Und wer macht das Rennen? Okay, wir müssen verticken. Wir müssen verticken. Rüber zu Blau. Über einem Dollar. Gut, machen wir mal langsam. Hauen hier mal einen Hansi. Verbessern das hier. Wir brauchen unbedingt ein weiteres Silo. Abrücken hier. Weiteres Silo muss her. Was? Das gibt's doch nicht. Wollen wir auch hier direkt die Rohre verbessern? Ja. Je schneller, umso besser. Hansi. So. Gut. Gut, gut, gut. Hier wird ein bisschen verkauft. Immer noch $1,19. Finde ich auf jeden Fall solide. Und hier ist eine Quelle. Da müssen wir jetzt erstmal Geld reinstecken, um da ranzukommen. Ich tendiere sogar zu zwei Türmen. Weil es echt viel zu scheinen, zu sein scheint. So. Nicht mehr reden können, weil zu viel Öl. Oh, wir haben schon wieder April. Die Zeit rennt. Was habe ich für eine Wahl? Wenn ich mich für zwei Türme entscheide, muss ich es jetzt durchziehen. So, wir dürfen eigentlich im Grunde ab jetzt kein Geld mehr ausgeben. Ein Silo noch, ein Pferd. Da wird erstmal gespart. Ah, sind die Preise auch noch mies. Sind die Preise hier auch noch mies? Brauch noch einen, sonst läuft es mir hier über. Eine Strafe kann ich gar nicht riskieren. Und eigentlich müssen wir auch direkt das Rohr noch verbessern, solange wir noch die Zeit dafür haben. Ey, ich brauche noch ein Silo. Kann ich hier überhaupt noch eins platzieren? Eben gerade. Ah, hier geht noch eins. Okay, wir haben Mai. Nicht vergessen, wir haben keinerlei Upgrades. Blau muss ich fangen. Liebes Team Blau, bitte fangen Sie sich. Nein, wir können jetzt nur pumpen. Und rüber. Ja, wir müssen alle nehmen, die wir haben. Und jetzt hier im letzten Monat hoffen, dass wir alles loswerden. Ohne eine Strafe. Kriegt ihr das hin? 15, das Maximum. Das Ding kriege ich nicht leer. Ich krieg's nicht leer. Und schneller hätte ich an die Quelle auch nicht kommen können. So, letzter Monat. Wir machen auf jeden Fall noch gut Geld. Da kommt noch ein bisschen was rum. Ich hoffe, wir können die Silos noch verkaufen. Ah, die ziehen gut raus. Wir haben halt keine Upgrades. Man hat halt das Gefühl noch für die ganzen alten Sachen. Die goldenen Jahre, wo man noch Upgrades hatte. Ah, es war eine gute Zeit. Eine sehr gute Zeit. Zwei Silos hier noch voll. Schon. Mach die Wagen voll. Ich will... Was will ich denn? Ja, 15 will ich haben. Wäre ganz gut. Damit könnte ich leben.
Kriegen wir die 15 hin? Wir schaffen die 15 noch, oder? Noch hier schnell hin, wenn sie jetzt hinten sind. Nee, nee. Mist! Mist! Hätte gerne noch ein bisschen mehr rausgeholt. Aber es ist halt echt schwierig. Aber wir dominieren immer noch. Wir dominieren immer noch. Wir haben die auch jetzt ein bisschen vom Budget wieder eingeholt, weil wir im Schnitt das Doppelte rausziehen. Doch kann man nichts sagen, ne? Die Größe wäre geil. Ein Upgrade, das man braucht. Aber leider nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Sie hat noch gar keine Upgrades. Wir haben wenigstens Maulwürfe und das hier. Obwohl die Maulwürfe bis jetzt, ja gut, am Ende. Der eine Maulwurf hat mir die Quelle verraten. Er war nicht nutzlos. Wir werden sehen. Expertenmodus wird knackig. Ich gebe mein Bestes. Lasst eine Bewertung da. Ein wenig Support. Bis zum nächsten Mal. Alle macht Larry. Nieder mit Jim Bob. Ich liebe diesen Namen. Und tschüss.